Hallo Sportsfreunde und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Tu was FIFA. Ja, es ist ein Video dazu, wo ich mich mal vielleicht komplett sehe. Ich weiß es noch nicht, ob ich ein Gameplay hinten dran packe, aber ist mir nicht komplett geil. Ja, unprofessionell mal wieder. Ja. In dem Hintergrund liegen auch wieder Hofensachen. Ist scheißegal nicht, ne? Aber was ich unter manchen Videos mal und auch unter Instagram-Bildern gesehen habe, erstmal Mikrofon schlagen mal wieder. Was ich unter vielen Instagram-Bildern und so weiter auch gesehen habe, manche fragen, wie ich zu diesem Namen Tu was gekommen bin. Nur zu dem Tu was, weil das FIFA ist ja klar, ne? Hier auf dem Kanal. Und deswegen wollte ich einfach mal darüber sprechen, wie ich zu diesem Namen ungefähr gekommen bin. Das ist jetzt, glaube ich, fast 2,5 Jahre her oder so, seitdem ich diesen Namen Tu was habe. Davor hatte ich einen Kanal, der hieß Tu was Plays. Und deswegen, ja, da war ich einfach mal mit einem Kollegen oder so. Mal war ich mit einem Kollegen. Ja, den habe ich von irgendeinem Projekt oder was kennengelernt halt. Und der dann vielleicht hat dann mal so gesagt, mal so, ja, hast du nicht mal Bock oder sowas, irgendwie einen YouTube-Kanal zu machen, weil irgendwie, keine Ahnung, passt es so irgendwie, ja, bist eigentlich gar nicht so schlecht und so weiter im Kommentieren und so weiter eigentlich, ne. Und deswegen habe ich einfach mal damit so angefangen einfach. Auf dem alten Kanal hatte ich 73 Abonnenten und ja, da habe ich einfach gemerkt, dass ich einfach irgendwie was trennen will und ja, deswegen habe ich auch zwei Kanäle jetzt. Ja, aber wie es jetzt genau da zu diesem Namen kommt, kommen wir jetzt halt mal nach 2 Minuten rumlabern. Ja, ich kam dazu, wie einfach, weil ich einfach ein Typ bin, der was eigentlich sehr faul ist und so weiter, ne? Ich bin sehr ein fauler Typ, auch wenn man es jetzt nicht so wirklich merkt, ist an den Videos oder sowas, ja, beim Schneiden oder sowas, da gebe ich mir eigentlich schon viel Mühe. Aber nicht bei jedem Video kann ich gleich schneiden. Weil jetzt so ein Harry Kane Video zum Beispiel jetzt hat, dauert an die 10 Stunden oder sowas vielleicht. Oder 4, 5. Ich weiß es gar nicht. Ich rechne das nie aus. Stunden an kompletter Zeit, bis es hochgeladen ist. Vom Aufnehmen bis zum Hochladen kann es dauert deshalb. Weil ich mindestens über eine Stunde aufnehme. Über eine Stunde oder sowas vielleicht mal schneide und eine Stunde render, weil es ja ein 60 FPS ist und dann zweimal render ich, ja, weil ich ja einmal, ja, ich render zweimal, ich weiß, eigentlich unnötig, aber naja, eigentlich unnötig, aber es ist einfach so, weil es einfach mir Spaß macht, mir macht es einfach Spaß, Videos zu schneiden und deswegen habe ich es einfach mal gemacht und ja, ich weiß, ich bin ja so nicht, ich habe auch viel irgendwie immer mit diesem Ja. Wie jetzt zum Beispiel die ganzen FIFA-Videos oder so von mir, ja. Ja, zum Beispiel, ja. Ne? Oder wie jetzt halt auch gerade mit diesem, ja. Wie so Fußballer oder so, die was immer mit dem M kommen, wenn sie sprechen oder sowas. Die Überlegungszeit halt. Das ist die Überlegungszeit kurz. Bei mir ist das Ja, habe ich mir so angewöhnt. Ich weiß auch nicht warum. Mir dieses Ja mir so angewöhnt habe. Aber es ist einfach so, dafür kann ich nichts. Und ja, weil ich einfach so ein fauler Mensch eigentlich bin. Ich bin normalerweise so ein Mensch, der was den ganzen Tag zu Hause sitzt, nichts tut, den ganzen Tag eigentlich am liebsten im Bett liegt und schläft. Ja, das haben die anderen auch immer gemerkt, die Kollegen so von mir halt, dass ich eigentlich immer so, keine Ahnung, so 13 Uhr, 14 Uhr schlafe, ja, und dann halt am gleichen Tag um 5 Uhr oder sowas ins Bett geht, um 3. Ja, ich weiß, ungesund, aber naja. Ja, wir haben es auch gerade jetzt 0:06. Muss morgen früh in der Früh aufstehen, ja. Richtig geil. Aber naja. Ja. Was soll ich jetzt noch sagen, ey? Ein bisschen verrückt. Und ja, deswegen einfach dieser Name einfach, Tu was. Ja. Weil wir haben überlegt halt ein bisschen so, ja.
Tu was irgendwie. Aber ich habe irgendwie gedacht, irgendwie so am Anfang so gedacht, ja, tu was, Place, es geht schon. Kann man so nehmen. Ja. Und da habe ich einfach mir gedacht, ja, wenn ich es trennen will, dann brauche ich einen komplett zwei neue Namen einfach. Und ich mag und ich liebe FIFA und da habe ich einfach gemerkt, ja, bringe ich einfach einen kompletten FIFA-Kanal, einen kompletten Gaming-Kanal, da wo ich alles andere bringe halt. Könnt ihr auch mal so vorbeischauen, so Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Ui, jetzt haben wir noch Schluck auf. Ja, und natürlich auch unten in der Videobeschreibung habt ihr vielleicht schon gemerkt, ist eine Person, ein YouTube-Kanal, der heißt Liz unter sich smart. Liz unterstrich smart, ja. Manche haben auch gefragt, warum ich die da unten mal in jedem Video jetzt zur Zeit verlinkt habe. Ja, weil es einfach eine Freundin ist von mir. Meine Freundin. Ja, aber weiter dazu sage ich jetzt nichts. Es ist Privatleben, also. Ja, und die hat mich einfach gefragt, ob ich sie mal verlinke. Und deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, ja, dann lass es einfach komplett einfach drin, weil, naja, es ist halt mal so. Ich habe einfach Bock dazu gehabt und deswegen ist es einfach jetzt halt jedes Mal da unten in der Link in der Videobeschreibung. Ja. Und deswegen. Aua. Oh. Ja, und deswegen einfach ist sie da unten verlinkt. Ja, ich musste eigentlich auch noch den Intro-Designer verlinken noch. Aber mache ich irgendwie nicht. Ich habe ihn ja auch in der. Beim Kanal halt diese Timeline da. Dieser. An der Seite da halt ist. Wo du mal Kanäle verlinkt und so weiter. Ja. Auf der Startseite halt von meinem Kanal halt. Habe ich ihn verlinkt. Das reicht eigentlich auch. Ja. Er macht gute Intros und so. Ja. Aber. Apropos Intros. Ja. Vielleicht, ich weiß ja nicht, gibt es da noch jemanden oder sowas, der was vielleicht noch ein Intro macht für meinen Zweitkanal oder ein Banner oder das Profilbild oder sowas noch ein bisschen abändert oder sowas, weil das ist ja bis jetzt eigentlich nur provisorisch eigentlich alles angelegt so. Die ganzen Banner, Kanalbild, Profilbild und so weiter. Ja. Und wenn ihr wissen wollt, welches, mit was ich so schneide, mit was ich Video, wie ich die Videos aufnehme und so weiter, dann schaut auf dem Kanal vorbei, da ist auch das 30 Abonnenten Special. Da erkläre ich ungefähr, sage ich ungefähr alles, was, wie ich so aufnehme und so weiter. Wenn es euch interessiert, natürlich nur. Ja, dann war es das eigentlich auch schon von diesem Video. Nicht lang, 8 Minuten ging eigentlich. Aber naja, dann hätte ich sagen, lasst eine positive Bewertung da, wenn euch dieses etwas hier gefallen hat, dann natürlich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr natürlich nur wollt, und dann, ciao! Bah.